Habt ihr auch schon mal davon gehört, dass man dreimal täglich lüften sollte? Liegt ihr auch auf dem Bett, habt vergessen, das Fenster zu schließen und wisst, dass es kalt sein wird, habt aber überhaupt keine Lust, nochmal aufzustehen? Es regnet draußen und ihr wollt mit dem beruhigenden Rauschen einschlafen? Genau dieses Else-der-Welt-Problem möchte ich beheben. Dazu noch ein passendes XKCD, das die theoretische und reelle Zeitersparnis, die ein solches Projekt mit sich bringt, beschreibt. Das System verwendet ein Espressif ESP32, ein DHT22 für die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ein 0,96 Zoll OLED-Display und einen 28BYJ48 Stepper-Motor mit ULN 2003 Treiber. Gesteuert wird das Ganze über einen Telegram-Chatbot. Vorteile sind, dass die Nutzung der Bot-API eine saubere und schöne UI ermöglicht. Der Telegram-Bot ist außerdem über das Internet erreichbar, nicht nur aus dem lokalen Netzwerk heraus. Die Verbindung erfolgt dabei über die Server von Telegram, wodurch keine potenziell sicherheitskritischen Port-Forwards nötig sind. Telegram-Bots können in Gruppenchats eingeladen werden. Telegram hat auch eine offene API, weswegen Clients für alle Plattformen verfügbar sind, also Android, iOS, Windows Phone, Windows, OS X, Linux, Linux Terminal und im Browser. Mit Telegram sind geplante Nachrichten möglich, was Zeitsteuerung einfach und barrierefrei, also keine Programmierung nötig macht. Mithilfe von Befehlen wie /data kann die Temperatur und Luftfeuchtigkeit abgefragt werden. Nun zum Schaltplan. Der ESP bekommt Strom über Micro-USB und der 5V und Ground-Pin werden an das Spreadboard angesteckt. Alle Teile verwenden diese Stromversorgung. Der Motor wird per Stecker zum Treiber verbunden und die Verbindungen IN1, 2, 3 und 4 werden zu den beliebigen GPIO-Pins angesteckt, in diesem Fall G27, 26, 25 und 33. Der Jumper des Treibers muss verbunden sein. Der Data-Pin des DHT22 wird zum GPIO23 verbunden. Die OLED-Pins SCL und SDA werden an GPIO22 und GPIO21 angeschlossen. Nun zum Programm. Erst einmal müssen die benötigten Libraries eingefügt werden. Das Display nutzt die Arduino U8G2Lib und Wire Libraries. Der Telegram-Bot benötigt Universal Telegram-Bot und Wi-Fi sowie Wi-Fi Client Secure für die WLAN-Verbindung. Der Motor braucht die Stepper Library und der DHT die DHT-Bibliothek. Beim Sensor werden zuerst der DHT-Typ, also 22 in diesem Fall, und der PIN definiert. Für das WLAN müssen SSID und WPA2 Schlüssel eingefügt werden. Für den Telegram-Bot muss der spezifische Bot-Token eingefügt werden. Beim Motor werden noch die Schritte pro Umdrehung festgelegt, bei diesem Schrittmotor 2048, und die Pins definiert, auf denen der Treiber angeschlossen ist. Im Setup wird die Serial Baud Rate für die Serial festgelegt, Display DHT und WLAN gestartet. Um Fehler beim WLAN zu erkennen, gibt es eine While-Funktion, die eine Fehlermeldung bei nicht funktionierender Verbindung sendet. Im Loop wird Temperatur und Luftfeuchtigkeit abgefragt und zur Display-Funktion gesendet und die Ankunft von Telegram-Nachrichten überprüft. Display-Anzeige. Bei jedem Aufruf wird das Display einmal gelöscht. Set-Font wird zum Einstellen der Schriftart und Größe benutzt. Drawstring für das Anzeigen von Text und Set-Cursor in Kombination mit Print für das Anzeigen der Variablen. Mit Drawglyph können auch noch Unicode-Charaktere angezeigt werden, wie das Grad C und Prozentzeichen. Mit Sendbuffer wird das Ganze nun zum Display gesendet und das wird jede Sekunde wiederholt. Die Telegram-Funktion läuft, solange es neue Nachrichten gibt. Auf die Nachricht /data wird die Temperatur mit DHT Read Temperature und Luftfeuchtigkeit gemessen und leicht angepasst. Ein zu sendender String wird definiert und mit bot.sendMessage gesendet. Diese Funktion wird so auch für die anderen Befehle verwendet. Für die Motorfunktion muss einfach nur der Befehl mystepper.step verwendet werden, mit der Anzahl an Schritten in den Parenthesen. Letztendlich kommt der mechanische Teil. Die Teile wurden nach dem Schema des Motorherstellers in Fusion 360 gebaut, mit Prusa Slicer gesliced und 3D gedruckt. Der Drucker ist ein modifizierter i3 Arnet A8, der mit einem Raspberry Pi gesteuert wird. Alle Teile sind aus PLA-Plastik, was einfach zu drucken und billig ist. Die Druckdauer beträgt insgesamt mehrere Stunden. Nach einigen Prototypen bin ich zu diesem Modell gekommen.
Dies wurde schließlich mit einem ausgeklügelten, werkzeuglosen und zerstörungsfreien und patentierten System am Fensterbrett befestigt. Nun eine kurze Demonstration.